Hallo, liebe Freunde vom Spaß am Kochen. Schaut einmal das Wetter draußen an. Es ist fantastisch. Es schneit den ganzen Tag, die ganze Nacht. Aber es ist noch ganz, ganz wenig erst angekommen. Und heute machen wir mit meinem Sohn zusammen, mit Kili. Ja, was machen wir heute? Pancakes. Pancakes, gehen wir kochen. Also, eine Runde Schneck schaut und jetzt fangen wir an zum Kochen. Wir machen ganz leckere Pancakes heute. Ja, kochen mit Kindern, das ist einfach so ein Ding, das schafft nicht jeder, es ist auch nicht immer so einfach. Das wisst ihr aber eh selber und wir versuchen es trotzdem, damit was wird. Ja? Wie machen wir die Pancakes? Wie? Palatschinken, oder? Ja. So ähnlich halt, ja? Ja, so ähnlich. So ähnlich. So, jetzt muss ich einmal umschalten, da umdrehen, damit ihr alles auch schön sehen könnt. Und zwar, du fangst an mit den Äpfeln, haben wir ausgemacht. Gut. Als allererster darfst du mal die Äpfel reiben. Kannst du mir kurz... Ja, genau so. Die Finger aufpassen. Soll ich machen? Mhm. Oder geht? Geht schon. Super, Kili. Ja. Ein bisschen zu schwierig. So, warte kurz, ich zeig dir was. Schau mal. Wenn du so locker haltest, dann kannst du es so machen. Nur nach unten. Ja, schau, geht viel schneller. Versuchst du? Okay. Wenn es es nicht kann. Na, dann machst du Papa weiter. Das ist egal. Wichtig ist, dass du es versuchst. Finger aufpassen, halte so. Ja. Super, hey, wie ein Profi. Und wenn der Apfel zu klein ist, dann gibst du es der Papa, dass du dir nicht wehtust, ja? Ja. Zick. Guten Morgen, Melissa, grüß dich. So, das kleinere übernimmt jetzt der Papa und du nimmst nachher wieder die große Apfel, okay? Ja. So, da. Weil der Papa schaut so leicht aus, gell? Ja. Mhm. Aber der Papa hat ja auch anfangen müssen zu lernen. So, da. Also beim Pancakes ganz wichtig, die Äpfel. Also wenn ihr Apfel-Pancakes macht, ihr könnt es natürlich auch ohne Äpfel machen, aber wir machen heute Zimt-Apfel-Pancake. Dann ist wichtig, dass ihr das Ganze reiben tat. Gell? Ja. So, geht schon. Ich halte es fest und du reibst nur. Ja? Weniger, weniger Gewalt. Locker, so. Ja, super. Na schau mal, der geht's ja. So, darf ich einmal? Ja. Schau, die Hälfte hast du geschafft. Jetzt versuchen wir es so. So halten. Ja. Geht schon? Du brauchst da hier halten. Schau mal. So, so halten und ich halte oben. Genau. So tust du viel leichter. Wow, jetzt geht's super. Ha? Das bringt nichts, wenn du genau durchhalten. Wenn der Papa haltet, musst du nichts halten. Jetzt geht's schwieriger, ja? Soll ich es erst machen? Bevor du Aua kriegst? So, okay. Jetzt ist machen. Ganz klein. Ja, jetzt ist super klein. Jetzt macht der Papa den Rest. Mmm, yummy yummy, ha? Du kleine Naschkatze. Nein, du bist die Naschkatze. Ich bin die Naschkatze. Na gut. Wow. Ja, jetzt hat man ganz viel, gell? Ja. Ja. So da. Und dann machen wir Folgendes noch. Ja. Wir wollen eine ganz coole Pancakes haben. Ja. Ja. Also wir brauchen noch eine Zutat. Eine Zutat, die nicht da ist. Die geben wir jetzt rein. Und zwar nämlich meine liebe Goethe-Gattin ist heute nicht da, also heute gibt es Rosinen. Andere Rosinen. Nein, nicht anderes. Ja, okay. Das, was du meinst, ist wieder was anderes, aber wir geben jetzt ein paar Rosinen auch noch da rein. Ja? So, dann brauchen wir Zucker. Ja. Auf jeden Fall brauchen wir Backpulver und Vanillezucker. Ja. Zwei. Naja, das eine ist Vanillezucker, das andere ist der Backpulver. Ja.
Dann brauchen wir die Eier. Die schlagen wir jetzt rein. Auch rein. Ja. So. Ding, ding. Ding, ding. So, klatsch. Ah, das war jetzt falsch. Das war jetzt falsch, aber wurscht. Also, zack. Wurscht. Wurscht. Das passiert. Jetzt muss man sowieso alles zusammenrühren dann. Also ist eh wurscht. Ja, das haben wir jetzt ein bisschen falsches Rezept hätten wir jetzt gemacht, gell? Ja. Aber das macht nichts. Das rühren wir sowieso dann um. Genau. Wie war das? Das ist ja das Schöne dran, wenn man sowas macht. Da sehen die Leute, dass wir auch Fehler machen, oder? Ja. Ja, aber was ist denn? Bist du jetzt enttäuscht, oder was? Nein. Nein? Na Gott sei Dank. Zucker? Ja. Dann brauchen wir Salz. Ungefähr ein bisschen weniger als ein Teelöffelchen. Ja, also je nach Menge bitte, was ihr macht. Dann brauchen wir Zimt. Aber das wird der Teig sein. Ja, das ist jetzt der Teig. Dann brauchen wir Zimt. Es soll ja auch nach Zimt schmecken, oder? Ja. Weil das muss lecker werden. Das muss lecker werden, ja, da hat Gebi ja recht. Dann geben wir Mehl. Ja. Ich habe so Mehl mal gegossen und das war nicht lecker. Nein, Mehl, allein Mehl ist nicht lecker. Mhm. Aber es ist gut, dass du weißt, wie es schmeckt. Backpulver schmeckt auch nicht so lecker, aber Vanillezucker schmeckt lecker. Nur jetzt ist es vermischt. So, jetzt braucht der Papa seinen Kaffeeschaum. So da. Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ja. Heißt das halt. Heiß. So da. Machen wir so ein bisschen so, da könnt ihr noch besser sehen. So, dann brauchen wir natürlich ein bisschen Öli. Ja, da rein. Das kann man schon reingeben, genau. Und dann müssen wir das Ganze umrühren, oder? So, warte mal. So, Ketchup. Ein bisschen zu viel Mehl. Ketchup. Rühre. Dann wird es schon werden. Was sagt immer Papa? Weniger reden, mehr arbeiten, oder? Ja. Ja. Hallo Lisa, grüß dich, guten Morgen. Kannst du mir kurz helfen? Sicher kann ich dir kurz helfen. Ja, wenn der linke und der rechte am Tisch sitzen, gell? Natürlich tue ich jetzt den Zimt, ist das Ganze ein bisschen dunkler geworden. Die Äpfel stören nicht, die jetzt schon drinnen sind. Geht schon, rühre ein bisschen. Die Äpfel stören absolut nicht, ja, denn natürlich das Ganze besser wird. Ja. Die kommen sowieso rein. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Mehl. Es ist noch nicht so richtig dick. Genau, ein bisschen dicker brauchen wir es noch. Nicht zu dick, aber ein bisschen dicker. So ist es, glaube ich, gut. Jetzt hat sie einen Regenbogen aus. Wo ist der Regenbogen? Das ist aber ein ganz weißer und brauner und gelber Regenbogen. Ja. Jetzt hat auch, schaut eigentlich wie draußen, die Erde angezückert. Ja. So, darf ich einmal? So, jetzt machen wir da zuerst auf die Seite weg, falls irgendwo noch ein Milchstaub ist. Und dann haben wir es ein bisschen aus dem Handgelenk. So, versuch du einmal. So, geht schon. Mischen, komm. Super, Kili, machst du das, super. So, passt. Das war anstrengend. Na, das glaube ich dir. Jetzt lass mal umrühren. Jetzt muss man es langsamer umrühren, ja? Na gut. Am besten empfehle ich euch nachher mit Honig oder mit Ahornsirup oder sonstiges was, das Ganze zu essen. Ich will mit Honig. Ja, ich will auch mit Honig. Wir haben ja keinen Ahornsirup. Ja. Ja, so sagen meistens die Amerikaner. Aber wir sind ja keiner, gell? Ahornsirup. Ist an einem Baum. Genau, richtig. Dann machen wir aus den Bäumen. Richtig. Ja. Das ist Homeschooling bei Fünfjährigen, gell? Ja. Sehr gut machst du das, Puppe.
Ich glaube, das ist genug, oder? Ja, weil das anstrengend. Ja, das war jetzt anstrengend. Mhm. So, na ja, eigentlich 6. Jetzt muss man ein bisschen warten, bis die Pfanne warm wird. Ja, und die machen wir mit Butter, oder? Dass sie besser schmecken. Ja, mit Butter. Nicht mit Öl, oder? Nicht mit Öl, weil... Wir wollen es mit Butter haben. Ja, weil der Öl ist eh schon da drinnen. Richtig. Wir wollen es nur mit Butter. Ja, jetzt machen wir es nur mit Butter. Butter. Butter, Butter, Butter. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ihr alles schön sehen könnt. Das ist immer so schwierig. Aber ich glaube, wenn wir den Ständer ein wenig umstellen. Oh, Baby. Was hast du da gerade gesagt? Oh, Baby, hat der Papi gesagt. Das muss man ein bisschen. Bei der Kameraeinstellung ist nicht immer so einfach, gell, Kehle? Nee. So, jetzt sieht man ein bisschen mehr. Guten Morgen, Michi, grüß dich. So, da. Jetzt brauchen wir einen Schöpfer. Schöpfer. Ein Schöpfer. Und die Butter. Und Butter. Sonst wird noch nichts. Ja, mit Öl schmeckt das nicht so gut. Genau, man schmeckt schon gut, aber nicht so gut. Da hast du recht. Also natürlich könnt ihr zu Hause Öl nehmen auch, das spricht ja nichts dagegen, aber mit Butter schmeckt es halt besser. Gell? Wie heißt das? Der Papa kocht nur halb gesund, aber dafür sehr lecker. Ja? Okay, schneidest du das nächste? Dann schauen wir mal, ob ihr sehen könnt. Komm, Kili schneiden. Ja. Passt, das ist dann fürs nächste, das brauchen wir jetzt noch nicht. So, das lasst du da drauf. Da brauchen wir dann fürs nächste Pancake. So, da. Duftet das gut, gell? Ja, der Butter. Ja, der Butter duftet immer gut. So, jetzt tun wir mal hardcore aufheizen. Dass wir nicht zu lange warten. Ein bisschen ist es laut, aber nicht so laut. Ja, das ist die Induktion, das ist normal. So, da. Ihr könnt natürlich auch Blaubeeren nehmen, wenn ihr zu Hause habt. Ihr könnt natürlich alle leckere Sachen reingeben, was ihr wollt. Ja. Also beim Pancakes gibt es da nicht unbedingt irgendwelche Geheimrezepte oder sonstiges was. Ja? Also Eiermilch, so wie beim Palatschinken, Backpulver, damit das Ganze aufgehen kann. Salz, damit es nicht zu fade schmeckt, ja, und Zucker natürlich, und sonst passt es, also da braucht ihr wirklich nicht zu viel, oder? Ja. Ja, und wo ist dein Teller? Wer kriegt die erste? Ich. Du kriegst die erste, gut. Also, aber der erste Pancake. So da. Mein Teller kommt schon an. Und machst du dein Pancake mit Kakao haben oder soll ich dir einen Saft machen? Ein Saft. Ein Saft machen wir, gut. Willst du einen roten oder einen weißen Saft? Lieber einen weißen. Einen weißen, also nehmen wir den Holersaft. Nehmen wir den Holersaft. Ja, aber das sieht aus wie gelb. Naja, ist ja gelblich, aber. Ja, Papa hat weiß gesagt, das ist ein bisschen gelblich. So, da. Saft ist fertig. Und jetzt schauen wir, dass wir den Pancake auch noch fertig machen. Ja. Der duftet jetzt schon so lecker, gell? Oh. Ja. Also sobald oben zum Stocken beginnt, seid ihr richtig aufpassen mit der Temperatur. Wenn ihr Pancakes ein bisschen zu stark anbratet, dann ist meistens leider Gottes so, dass sie dann verbrennen und oben trotzdem roh sind oder unten. Und nachdem sie auch noch mit Äpfel sind, ein bisschen weniger Hitze war zu empfehlen. Ja, ich gehe selber jetzt runter mit der Hitze. Ja. Boah! Wunderschön, gell? Ja. Die Farbe ist wunderschön.
Stimmt, der wird immer dicker, gell? Ja. Mhm. Immer dicker, dicker. Ja. Eigentlich Pancake oder Pfannkuchen? Pfannkuchen? Das haben wir noch nie gemacht. Na, Pfannkuchen, das ist Pfannkuchen. Der Papa sagt immer nur Pancakes. Eigentlich richtig war es ja, wenn wir Pfannkuchen sagen würden, ja, weil es ist ja eigentlich ein Pfannkuchen. Ein Kuchen, den man in der Pfanne macht. Ja? Das ist ein Wortspiel. Ein Wortspiel, ein Kuchen aus der Pfanne. Pfannkuchen. Ja? Ich weiß nicht, warum wir eigentlich Pancakes zu Hause sagen. Eigentlich ist es ein Pfannkuchen. Ich glaube, die erste ist fertig. Ich glaube auch. Deine ist fertig. Jetzt haben wir einen Löffel Honig dazu. Genau wie bei der Palatschinke so gemacht haben. Und Palatschinke machst du mehr mit Marmelade. Wow, das ist ja toll. Wow. Dankeschön. Schmeiß mal rein. So großer. Da kriegst du eine Gabel, damit du dich nicht schmutzig machst. Schneiden einfach. Soll ich schneiden? Ja. Okay. Aufpassen mit der Safte. Ja. So da. So. Ja. Jetzt schaut schon fast aus wie ein Kaiserschmarrn. Ja. Hat der Papa schon länger nicht mehr gemacht, obwohl es hat Meschelrosinen drinnen. Also ein gefälschter Kaiserschmarrer namens Pancake. Sagt der Papa wieder was Lustiges, ha? So, mein großer Papi kommt sofort. So da. Lieferexpress. Nom, nom, nom. Aufpassen, noch ein bisschen zu warm. Also Kostprobe gut überstanden, schmecken sehr gut. Hallo Robert, grüß dich. Hallo Michael, hallo. So da, für alle, die erst eingeschalten haben, wir machen heute Pancakes, also zusammen mit Kilian. Der Kilian hat mir sehr geholfen. Ja, denn auch kleine Kinder sollten lernen, wie man kocht, und am besten ist eben in dem Alter, in dem man auch das Ganze spielerisch macht, ja, damit sie es nicht als lästig oder als voll Teufel empfinden, sondern dass sie sagen, das ist aber geil, das habe ich selber gekocht, das schmeckt gut. Ja? Und? Lecker. Lecker, na, das wollte der Papa hören, mehr nicht. Ja, wenn die Kinder sagen, es schmeckt lecker, dann schmeckt es lecker. Wenigstens sind die Kinder immer ehrlich. Nicht so wie Erwachsene. Ist das gut? Papa. So, was kocht ihr heute, ihr Lieben? Ja, Babybär? Was hast du denn gerade gesagt? Na, nichts. Ihr habt Kasperl gemacht. Papi hat den Kasperl gemacht. Ich glaube, auf 7 würde es abpassen heute. 6 ist irgendwie ein bisschen zu langsam. Zu wenig Hitze. Also das ist jedes Mal unterschiedlich. Ich weiß nicht wieso, aber manchmal auf 6 ist es sogar zu heiß und manchmal so wie jetzt ist eigentlich ein bisschen zu wenig. Unterschiedlich, vielleicht liegt es an der Pfanne, weil normalerweise habe ich eine andere Pfanne. Heute habe ich die Pancake-Pfanne genommen, ja, oder die Palatschinken-Pfanne. Ja. Fantastisch, also farblich 1A. Ihr könnt natürlich auch kleine Pancakes machen, ja, vielleicht versuchen wir jetzt, dass wir zwei, drei kleinere machen, so Kleksi machen. Das schaut auch ziemlich lustig aus für die Kinder, ja? Kleine Ja, jetzt macht der Papa ein paar kleine, okay? Mhm. Sobald du den aufgegessen hast, dann kannst du kleinen haben. Sollte sich ausgehen, dass ich fertig bin. Der Große ist ja gleich fertig. Und falls die Oma schaut, liebe Oma, natürlich bist du zum Frühstück eingeladen. Es gibt Pancakes. Hallo Monika, grüß dich. So da. Echt lecker. Die sind echt lecker, ja. Die sind ganz zart, butterweich. Und der größte Vorteil ist, wenn ihr die Äpfel gleich reingibt, dass die Pancakes eigentlich weich bleiben. Ja? Weil die Äpfel... So wie bei einem Apfelstrudel muss man sich das vorstellen, die spenden ständig Feuchten. Ja? Das heißt, die bleiben wirklich super zart und echt lecker. Also das muss ihr wirklich ausprobieren, weil nur dann wisst ihr wirklich, wovon wir jetzt reden. Ja?
Jetzt hat man gesagt, jetzt machen wir ein paar kleine Kleckser. Also schon ein bisschen zu großes Kleckserl, aber das macht nichts. Ja, jeder Anfang ist schwierig, sagt man immer. So, da jetzt machen wir drei. Ne? Ich wollte eigentlich vier machen, aber ja, anscheinend brauchen wir noch kleinere Kleckse. Ja, man sieht ein bisschen da die Apfelspalten, also Apfelraspeln ausschauen. Ja. Und wie gesagt, also das ist auch so, dass jetzt die Rosinen auch, wenn man jetzt eine Stunde oder so lässt, die werden noch weicher. Ja. Ich würde aber auch noch empfehlen, wenn ihr sowas macht, dass ihr wirklich die Rosinen vielleicht am Vortag oder eine Stunde vorher in lauwarmes Wasser reingibt oder Wasser mit rum, wenn keine Kinder dabei sind, damit sie sich ein bisschen ansaugen können, eh, so wie beim Apfelstrudel, wenn man es macht, damit sie dann wirklich total zart werden und super lecker. Ja? Also das ist so ein bisschen ein Schmäh aus der Küche, aus der Großküche. Ja? Fertig? Na, bist du wahnsinnig. Na, bist denn du wahnsinnig? Schaut euch das an, alles weg. Ja? Groß oder Baby? Die Große. Die Große willst du haben? Okay. Aber jetzt sind urlecker. Naja, das ist eh das Gleiche. So, da. Dann machen wir eine Große wieder. So. Honig ist gesund, der macht die Kinder munter, gibt ihnen Energie für den Tag. Und Abwehrkräfte. Zeig mal deine Muskeln in der Kamera. Ja. Boah, gehst du da hinten? Na gut. Ja, zeig deine Muskeln. Oh, da hier. Oh, so hart. Super. So, jetzt schneiden. Was ist? Bin ich denn Shani? Nein. Nein? Ich dachte schon, dass der Papa der Shani ist. Nee. Nein? Okay, na Gott sei Dank. So dann. Ja. Tutti perfetto. Buon appetit, Monsieur. Ihre Gabelchen. Mahlzeit. Zack, jetzt haben wir ein bisschen übertrieben, wie ich sehe. Okay. Ja, das ist auch okay. Ein bisschen dunkel, hat man ein bisschen zu viel gequatscht. Aber das macht nichts. Schmecken tun trotzdem gut. Die schmecken es trotzdem gut. Das muss ich mal auftragen. Ganz kurz leer machen. Denn das war wirklich ein bisschen zu viel Hitze. Aber wie gesagt, das Schönste an einer Induktionherd ist, dass der ziemlich schnell die Temperaturen wechselt. Und dann funktioniert das Ganze auch ziemlich gut. Ja? Braucht ihr keine Angst haben, ihr könnt es, wenn ihr erfahren seid, auch mit den Händen arbeiten. Also als ich noch Koch war, habe ich alles nur mit den Händen angefasst. Ja? Man wäscht sich öfters, ihr habt es jetzt auch wieder gehört. Also man geht schon öfters und wäscht die Hände, das ist ganz wichtig, Sauberkeit. Und ja, man gewöhnt sich halt wirklich mit den Händen zu arbeiten. Es gibt Länder, in denen wird zu 90% alles mit der Hand gemacht, ja? Weil es einfach die Ressourcen nicht dafür haben, dass sie die ganze Sachen quasi kaufen. Ja? Es ist einfach, ich weiß nicht, die Kultur oder die Entwicklung das nicht hergibt. Ja? So da. Jetzt ist es ein bisschen besser von der Größe, ja. So könnte man es lassen bei einer kleineren Pfanne. Wenn ihr größere Crepe-Pfanne, vielleicht geht es sogar ein fünftes Stück aus. Wenn ihr so einen amerikanischen Ofen habt mit einer Grillplatte, die sind ja extrem geil. Die kommen auch jetzt immer mehr zu uns nach Österreich. Ja, das ist sicherlich kein Fehler. Ja, da kann man wirklich beim Frühstück extrem viel machen. Es gibt nur, da muss ich beim Kauf aufpassen, weil es gibt leider Gottes bei uns erst die billigere Varianten, wo quasi das Ganze mit so richtigen Brenner drin die Grillplatte ist und das kostet natürlich ziemlich viel an Energie. Also einmal Platte aufdrehen und 5 kW sind innerhalb von ein paar Sekunden weg.
beim Aufheizen. Da würde ich beim sowas auch eine Induktion-Grillplatte empfehlen. Ja? Es kostet natürlich dementsprechend um ein paar hundert Euro mehr. Allerdings, das rentiert sich schon bereits nach einem Jahr, allein schon bei den Stromkosten wieder. Ja? Also das widerspiegelt sich ziemlich schnell. Also die Amortisierung bei einem Induktionsherd ist sehr schnell. Ja? Man muss immer die richtigen Worte auffinden. Was redest du da, Papa? Hm? Ich gebe den Leuten Tipps, Schatze. Hallo Monika, grüß dich. So, ihr sitzt heute ganz still. Keiner stellt Fragen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja eine One-Man-Show heute. Schaut, jetzt ist es perfekt. Eine Stufe runtergegangen und farblich sind wir wieder 1A. Ja, ja, das ist wirklich so. Also manchmal so und manchmal anders. Und die Kleinen gehen natürlich eine Spur schneller, da sie ein bisschen flacher sind, ein bisschen dünner sind. Und die schauen ziemlich cool aus. Also wie gesagt, ihr könnt es jetzt so wie bisher die Großen machen. Das geht natürlich viel schneller. Ja? Weniger Arbeit, weniger Aufwand. Oder ihr sagt, okay, ihr habt jetzt, keine Ahnung, 3, 4 Kinder zu Hause und ihr möchtet jetzt ein bisschen mehr Show machen für die Kinder, dann macht ihr halt die kleineren. Ja? Weil da kann man auch natürlich Wettessen damit machen. Das ist ziemlich cool. Ja? Also man staffelt sie und ja, wie viel Stück hast du denn gegessen und so. Ja? Das ist sicher auf jeden Fall fantastisch geil. Also der Schnee bei uns wird immer mehr. Puh. Ja. Ich glaube, der Papa muss nachher ein bisschen Holz holen, ha? Sonst wird es kalt. Ja, wir heizen mit Holz. Ganz altmodisch, natürlich mit einem Holzvergaser, aber ja, das ist halt so, wenn man im tiefsten Waldviertel lebt. Also, und ich möchte mich bedanken bei zwei unserer Gruppenmitglieder wegen die Kinderspenden etc. Also, wer mit mir befreundet ist auf meine private Facebook-Seite, der sieht, ich mache diese Charity-Sachen mit quasi Familien helfen Familien. Also bezirksintern, übergreifend natürlich mit den nahegelegenen Bezirke. Und zwar, wir sammeln immer Kleider, die normalerweise sonst in den Kleidercontainer landen würden. Ja? Oder die Leute sie einfach weggeschmeißen und wir geben alles eine zweite Chance. Allerdings bitte auch nur die Sachen, die wirklich schön sind und nicht wirklich etwas, das in der Mülltonne eigentlich gehört. Ja? Denn das ist für Familien, die da in Österreich sind, die Familien, die quasi angewiesen sind und auch aufgrund jetzt der Corona-Krise kein Geld haben, sich was zu kaufen. Ja? Oder wenig Geld und natürlich das Essen ist viel wichtiger als ein paar Fetzen. Allerdings, die Kinder müssen Kindergarten gehen, Schule gehen. Also für Erwachsene, das interessiert mich nicht, ehrlich gesagt. Ja. Aber die Kinder liegen mir sehr am Herzen und ja, wie gesagt, ich bedanke mich für die großzügige Spenden. Ja. Vor allem bei der Papsi, die hat gestern einen Haufen Zeug wiedergebracht. Ja. Und mittlerweile schon 4 Familien quasi sind gekommen gleich danach, also gestern um 2 Uhr die Sachen gekriegt und bis zum 7 am Abend habe ich ständig quasi Besuch gehabt von Leuten, die wirklich auf das Anwesen sind, ja. Und das war für mich, ja, Babybär, oh, danke schön, war am Tisch, danke. Und, also, ich war sehr gerührt und die Leute auch, weil in Zeiten wie diesen ist es nicht selbstverständlich, aber ja, es war ziemlich cool. Und man sieht auch wirklich, dass die Leute es nötig haben, überhaupt jetzt, wo es so kalt ist. Warme Winterkleidung für die Kinder, ganz wichtig. Ich war ein bisschen erstaunt, dass ein Kind, was gestern da war, fast. Also das eine Kind zum Beispiel, das hatte 3 T-Shirts an und 2 so Langshirts, weil es einfach kein richtiges Pullover gehabt haben. Und jetzt, nachdem auch die Blätter-Geschäften so lange zu waren, wegen der, ja, nennen wir es Pandemie von mir aus, ja, wegen diesem politischen Irrsinn, alles zu war, ist es so, dass viele Eltern auch wirklich nichts für ihre Kinder bekommen haben, ja, und auch bekommen. Und das ist einfach unfassbar, ja. Und deswegen bin ich froh, dass es so viele Menschen mit Herz gibt, die auch quasi mich bei dieser freiwilligen Aktion, ja. Also es geht nicht hier um Geld spenden, das wollen wir nicht. Wir wollen einfach nur, dass die Kinder was zum Anziehen kriegen. Altersgruppe 0 bis 16 Jahre.
Und das funktioniert ziemlich gut. Ja. Also wir kriegen wirklich Sachen von überall und also die Sachen bleiben keine 3 Tage bei mir und danach ist es wieder aus, weil die Leute wirklich einen Bedarf haben. Ja. Also das ist unglaublich, was da los ist. Ja. Und man muss sich auch vorstellen, viele dieser Leute, obwohl wir am Land leben, die haben nicht einmal ein Auto. Ja. Da muss ich quasi mit meinem Auto hinfahren und denen die Sachen bringen, sonst würden sie zum gar nichts mehr kommen. Ja. Ja, Babybär? Du kannst nicht mehr, aber das war sehr fleißig, ja. Das ist so ungefähr wie gestern deine 3 Palatschinken, ja? Darf der Papa das aufessen? Na, danke schön. Lecker Schmecker. Du musst jetzt Hände waschen und dann Zähne putzen. Du bist ein kleiner Schmafutterer wieder, ha? Ja. Also mein Kleiner versucht das immer wieder, ja? Immer alles auf die Oma schieben. Hallo Smire, grüß dich. Also mein Kleiner kann das sehr gut, ja? Immer ablenken, weil er nie Zähne putzen will, obwohl er weiß genau, 2 bis 3 Mal am Tag muss man Zähne putzen, je nachdem, was wir gegessen haben. Und der will sich immer davor drücken. Gell, Kili? Stimmt's oder habe ich recht? Aber ich habe recht, oder was? Nö. Urlecker. Schaut, wie das aufgeht, das ist der Wahnsinn. So, jetzt mache ich es wieder altmodisch. Einfach mit die Hände. Boah. So, Kaffee. Also das ist echt fantastisch. Also wenn ihr das jetzt riechen könntet, ja, es riecht nach Weihnachten, es riecht nach Äpfeln, es riecht nach Zimt. Es ist Weihnachten, ja. Also das ist so geil. Also ich weiß nicht, ob ihr wirklich etwas postet. Heute sehe ich es leider nicht. Ich sehe nur, ob sich jemand quasi online schaltet. Aber ich sehe leider keine Kommentare. Ja, hätte mich jetzt gefreut, mit euch ein bisschen zu plaudern, dass ich nicht immer einen Monolog führen muss. Aber ja, ab und zu will ja das Facebook nicht, warum auch immer, muss man halt damit leben. Ja, kein einziger Kommentar und das kann ich mir nicht vorstellen, weil wir sind eine ziemlich pläuderische Gruppe, wir plaudern ziemlich viel, also ich kann mir nicht vorstellen, dass keiner was schreibt. Ja. Aus irgendeinem Grund funktioniert das heute nicht. Ja. Aber das macht nichts. Ich werde auf jeden Fall alle Fragen nachher, die ihr gestellt habt oder geschrieben habt, nachher beantworten. Wie immer. Und hoffentlich dann bei dem nächsten Video funktioniert es wieder. Oder spätestens dann, wenn die Cloud schon wieder da ist, dann wird sie natürlich mit ihrem Handy dann drauf schauen, wer sich meldet und wer nicht, weil dann hat man einen besseren Überblick und dann wissen wir es natürlich genau. So, was kocht ihr heute? Habe ich eh schon die Frage gestellt. Schreibt es einfach rein in die Kommentare. Ja, und vergiss nicht bitte Videos und Fotos reinzustellen von euer Essen. Dafür ist die Kochgruppe da. Braucht ihr euch auch nicht. Ich weiß, die Hemmschwelle zu überspringen ist sehr schwierig überhaupt, wenn man noch nie was gepostet hat. Aber es macht schon Spaß, ja. Und wenn man schon das einmal gemacht hat und dann der Lob kommt, boah, das schaut gut aus, das ist fantastisch und boah, das hast du toll gemacht, dann fühlt man sich auch besser, ja. Versucht es einmal, ja. Mir ist schon klar, dass viele Leute ihr Essen nicht posten wollen, weil ich sehe klar, es gibt ja viele, die sagen, boah, Essen hat jetzt nicht in Facebook verloren, aber dafür sind wir eine Kochgruppe, ja. Und ganz ehrlich, das spielt doch keine Rolle. Wir machen auch oftmals Spaß. Wir posten auch Sachen quasi so von Fast Food, ja? Aber die wir selber zubereitet haben, weil es einfach
spaßig ist, in eine Kochgruppe, ich sage mal, eine Tiefkühlgeschichte zu machen und zu posten und so, hey, weißt du, für mehr Rezepte folge mir, ja, oder jemand war jetzt beim, weiß ich nicht, beim Kebabstandl um die Ecke oder beim Wirten um die Ecke und ja, das soll einfach nur Spaß machen, ja. Und das kann ich euch eine wahre Geschichte erzählen. Ich habe einmal das ist schon sehr lange her, ein Mädel kennengelernt. Und sie hat mich dann zum Essen eingeladen. Also zuerst habe ich sie zweimal eingeladen und dann so quasi der dritte Date hat sie mich dann zum Essen eingeladen. Und ich habe mir gedacht, bist du narisch, Alter? Der Schweinsbraten und der Salat und alles. Und die hat den ganzen Tag gearbeitet eigentlich, 8 Stunden, 9 Stunden Dienst gehabt. Und dann quasi um 5 Uhr hat sie Dienstschluss gehabt und um 7 Uhr war das Essen schon komplett fertig, aber in einem Zustand, wo man sich denkt, boah, also normalerweise geht sie das nie aus. Ja? Und dann haben wir gedacht, ich helfe ihr beim Aufräumen. Sie wollte aber nicht, dass ich in die Küche gehe. Ja? Und ich bin dann trotzdem irgendwie zur Küche gekommen und dann habe ich die ganze Kartons gesehen. Also ich hatte alles beim Wirten um die Ecke bestellt gehabt und einfach nur zu Hause eingerichtet und nachher behauptet, sie hätte gekocht. Ja? Also das ist auch ein bisschen peinlich, aber ja, sowas erlebt man auch ab und zu. Guten Morgen, hi! Grüß dich, Jasmin, das erste Mal, dass man was lesen kann. Unglaublich, aber doch, war. Boah, das war heiß. Boah, schaut euch diese Farben an. So. Also, ich will ja nicht sagen, aber langsam weiß ich nicht mehr, wohin damit. Nein, es sind eh nur mehr, ich glaube, 4 Stücke. Schauen wir mal. Ja, hier sollten sich ausgehen. Und Nummer 4. Na, sehr gut ist das. Ja. Zähne geputzt? Du sollst nicht spielen, du sollst Zähne putzen. Zähne putzen. Auch die Backenzähne oben putzen. Ganz wichtig, die Backenzähne, die neuen Zähne putzen. Oben und unten, nicht nur unten. Ja, hallo Yasi, guten Morgen. Ich habe vorher gesagt, du bist die Erste, die man lesen kann heute. Ja? Also die letzten Stücke, die dauern immer am längsten, weiß ich nicht wieso. Wahrscheinlich, weil die Geduld schon langsam am Ende ist. Ja, man muss ja auch sagen, Pancakes, das dauert. Also bei der Menge, was wir jetzt an Pancakes gemacht haben, hätten wir Palatschinken die dreifache Menge. Ja? Das ist aber eh klar, glaube ich. Ja? Mein Gott, schmeckt das gut. Also manchmal trinke ich 2 Tage Guacan-Kaffee, ich weiß nicht wieso, es fällt mir irgendwie nicht. Und manche Tage trinke ich gleich 3 hintereinander. Ja, und alles ist nur die Claudia schuld, ja, weil sie hat mich mit dem Trinken angesteckt. Aber ist eh klar, sie trinkt ja selber 5 am Tag, 6, 7, 10, je nach Lust und Laune. Und dann auch noch 2, 3 Red Bulls, also puh. Aber ja. So, meine Lieben. Ach, das schaut schon gut aus. Das schaut schon gut aus. Zick, zack. Sehr gut. Also ich würde sagen, wir sind schon mit unseren Pancakes fast am Ende. Jetzt muss man ein bisschen Platz machen, denn ich möchte dann natürlich ein Pancake, Mini-Pancake-Foto machen. Ja. Das muss ich so irgendwie ausgehen. Also so gut wie die Astrid und so kann ich das nicht. Oder wie die Antje kann ich das nicht anrichten. Ich weiß es nicht wieso. Früher war ich wirklich extrem beim Anrichten. Aber irgendwie habe ich mitgekriegt, ich weiß nicht, wahrscheinlich hätte ich Enttäuschung als Koch, dass gewisse Sachen nicht gewürdigt werden, habe ich aufgehört damit, denn ich habe mir dann gedacht, das wird sowieso so schnell gegessen. Wichtig ist, dass es halbwegs gut ausschaut, aber das Allerwichtigste ist, dass es wirklich top schmeckt. Und seitdem koche ich eigentlich nicht mehr so, dass es irgendwie, weiß ich nicht, so super gesund ist oder sonstiges was, sondern mehr koche ich. Also ich schaue nicht so viel auf die Garzeiten von Gemüse. Oftmals ist sogar ein bisschen mehr gekocht, das Gemüse sein sollte, weil ich einfach finde, dass es der Geschmack viel wichtiger ist. Ja? Und seien wir es ehrlich,
Okay, eine leicht knackige Karotte ist zwar gut, aber wenn ich jetzt lauter weiches Gemüse habe und nur die Karotten zum Beißen sind, schmeckt das auch nicht. Also, man muss schon da ein bisschen relativieren, das Ganze. Ja, du hast auch ein paar Apfelringe mehr gemacht, Yassi, das stimmt. Ja, also Rehrücken hat man ausgemacht, wir drehen ein Video, okay? Und dann kommen wir zu euch. Ja. Also kannst du aussuchen, entweder wir kommen am Samstag zu euch und du glasierst dann am Samstag die Rehrücken oder wir machen es gemeinsam am Freitag, wenn die Claudia dann am Nachmittag nach Hause kommt. Ja. Dann zeigen wir mal den Leuten, wie die Süßigkeitenfee Jasmin das macht. Ja. So, ich würde sagen, Strom ab. Ma, das duftet so gut. Ich glaube, jetzt esse ich noch ein paar, allerdings mit meiner Mutter gemeinsam. Denn sie wird sich sicher freuen, wenn wir rübergehen. Kili, Mundi ausspülen, Schatzi. Wie lange putzt du schon die Zähne? Du brauchst nicht immer auf Papi warten. Wenn der Papi labert, dann labert er lange. So, Gesicht waschen. Ah, ach, dieser schlimme Papa, gell? Dieser schlimme Papa. Liebe Leute, das ist der Frühstücksgaumen-Orgasmus, ja? Mini-Pancakes. Also, genießt es, isst es, probiert es aus. Es ist wirklich nicht schwer, es ist immer nur das erste Mal schwierig. Sagst du den Leuten ciao? Nein, du musst schon herkommen. So, da, steig rauf. So. Tschüss! Tschüss! Danke fürs Zuschauen, oder? Sagst du Tante Jasmin auch Tschüss? Tschüss! Tschüss! Schöne Grüße an Leoni, schöne Grüße an die Vanessa. So, wir lieben euch. Viel Spaß beim Zuschauen, viel Spaß beim Nachmachen. Liked unsere Videos. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Traut euch selber ein bisschen was zu machen. Geht ins YouTube. Abonniert den Kanal und habt Spaß am Kochen. Das ist das Wichtigste. Dafür sind wir da, damit wir alle miteinander Spaß haben. Gell? Pfiat euch, Baba. Tschüss, Yassi. Tschüss, alle.